Dann, dann. 1, 2, 3, 4, 5. So, herzlich willkommen, Level 5. Weiter geht's, ne? Grafschaft Ulmenforst. Ihr habt einen schwierigen Auftrag vor euch, Keeper. Ihr müsst nicht nur dieses Land erobern, sondern auch eure Furcht besiegen. Graf Konstantin ist der Herr über alles hier in der Angstburg. Und er hat starke Verteidiger. Man sagt außerdem, dass jeder Angreifer beim ersten Ansturm plötzlich aufgibt und mit schreckensverzerrtem Gesicht fortläuft. Versteht ja kein Mensch, oder? Graf Konstantin ist ein feiger Ritter, der seine Tore mit Angstfallen schützt. Oh, Angstfallen. Vielleicht weigern sich eure Geschöpfe, sich ihnen zu nähern. Es bleibt euch überlassen, eine elegante Lösung für dieses Problem zu finden. Vielleicht könnt ihr ja Monster aussenden, die selber so furchterregend sind, dass Furcht eine schwächliche Waffe gegen sie ist. Ja. Wachraum. Holzbrücke. Hier wieder bauen. Boah, da ist man jetzt echt vom Wasser umgeben, oder was? Ihr erbeutet ein Portal. Ja, das ist aber schön. Dann habe ich schon mal ein Portal. Und du sollst noch nichts haben, ne? Ah ja, genau. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Eure Geschöpfe brauchen einen Platz zum Ausruhen. Baut ihnen einen Schlafsaal. Echt, ne? Das sind so Sachen, die weiß ich. Weißt du, ich spiele das jetzt heute nicht zum ersten Mal. Wenn das halt alles mal ein wenig schneller gehen würde. Oh, guck mal, ich kann Brücken endlich bauen. Wie geht denn das? Oder wieder? Gucken wir mal, wo uns die Reise hinführt, ne? Das sollte man jetzt, glaube ich, echt schenken lassen können. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Super. Super klasse Geige, echt. Jetzt habe ich noch so ein scheiß dämliches Knie hier am Start. Naja. Das ist geil. Wie sind jetzt die Grafikeinstellungen? Hat das übernommen? Hört auf. Bitte hört auf. Kann man hier nichts mehr verkaufen? Früher könnten wir mal sagen, ach hier. Toll. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Da habe ich jetzt aber eigentlich noch nicht so viel Lust drauf, ne? Ja, bauen wir uns einfach mal, ne? Klasse, ne? Das hätte ich jetzt. Das ist, fängt ja schon mal wieder richtig. Wir leben jetzt einfach mal da oben, dass wir überleben, ne? Baut eine größere Hühnerfarm, damit eure Geschöpfe immer gut genährt sind. Das ist
groß genug. Und hier dann irgendwo mal noch eine zweite hinbauen. Ich bin auch schon dumm, ne? Ich will eine Bibliothek bauen. Toll. Sagen, eure Geschöpfe brauchen einen größeren Trainingsraum. Ich brauche jetzt, glaube ich, erstmal wieder irgendwie ein Geld, ne? Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Das ist so schön. Svaldoria. Macht mir hier die Wände. Hübsch. Ja, süß das hier. Ihr könnt euch den Bau dieses Raumes nicht leisten. Wenn man halt einfach das schon wieder versimmelt hat, ne? Vielleicht bauen wir hier wirklich noch eine größere Hühnerfarm. Bauen wir den dann da rein? Die Schatzkammer da raus. Die Holzbrücke. Sehr praktisch, um euren nicht flugfähigen Geschöpfen den Weg über Wasser oder gar Lava zu ebnen. Aber passt auf, über Lava halten Holzbrücken nicht sehr lange. Ach was. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, das ist jetzt echt mal wieder so richtig Stress eigentlich, ne? Muss man doch irgendwas denken bei dem Spiel. Er ist in dem ersten Level schon, ne? Wir brauchen jetzt erstmal Regenwald-Gate. War nicht so wenig. Ey, weißt du, ich weiß nicht, was diese Fliege da jetzt laufend macht, ne? Das Herz eures Dungeons wird angegriffen. Auf. Jetzt hängt's langsam hier. Ja, das Dungeon wird angegriffen. Was sind wir denn jetzt langsam? Die Schatzkammer. Ihr könnt euch den Bau dieses Raumes nicht leisten. Das ist echt wie im richtigen Leben, was mir kostet. Ihr habt einen gegnerischen Kerker erobert. Der Kerker ist der Ort, an den eure Imps eure verwundeten Gegner schleppen. Wenn die Feinde hier sterben und verrotten, bis nur noch die Knochen übrig sind, dann können Skelette auferstehen, die zu euren Diensten stehen. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Ich soll sich jetzt gleich mal einen suchen, ne? Das ist ja erstmal hier heavy hardcore, ne? Genau! So, jetzt haben wir erstmal wieder den Geld, ne? Alter, das ist so stressig gar nicht. Das ist eine unglückliche Zauberin.
Bauen wir uns extra für dich noch in Größe. Schön bei Wenger hier am Trainieren sein, nicht? Ja, dann muss er später noch die Brücke rüber. Okay, das, schön, das Herz eures Dungeons wird angegriffen. Sag mal! Sitzt hier langsam oder was? Ich muss mich alles gleichzeitig kümmern, wer bin ich denn eh? Sie muss ich gar nicht mehr so gechillt wie gestern finden. Das wäre schon schade eigentlich. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Das Skelett, dieses furchtlose Knochengerüst, braucht weder Schlaf noch Nahrung. Sein einziger Wunsch ist zu töten. Und so marschiert es in der Schlacht mitten durch die Gegner und mäht sie nieder. Jawohl! Eure Imps gehen sehr gewissenhaft vor beim Einsammeln der Toten und Sterbenden, aber nur auf eurem eigenen Land. Wenn also ein gegnerisches Geschöpf auf Wasser oder Lava stirbt, liegt es an euch, eine Brücke zu bauen. Denn nur dann kann der Leichnam dorthin geschleift werden, wo er euch am besten dient. Es ist Zahltag. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Also man kann hier einfach irgendwann mal ganz gechillt wenig forschen. Mir fällt auf, ich habe jetzt irgendwie noch gar keine Werkstatt gebaut. Ne? Das ist irgendwie blöd, eine Werkstatt zu bauen. Wenn man sich halt nicht von Anfang an Gedanken macht, wie man seine Räume aufteilen will, dann lässt man es halt am besten einfach sein. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Ja, Mann. Eure Mana-Vorräte haben sich vergrößert. Da ist gleich noch einer. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Verbeugendes Land finden, macht. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Ein verborgenes Reich erwartet euch nun. Ja, da bin ich eh wieder zu blöd dafür. Kenn ich doch. Nein, das machen wir uns nicht. Was ist denn das? Alle heilen. Hm. Jetzt erstmal noch gar nicht. Angst heilen, hä? Können wir echt dann hier durchmarschieren? Dann schaut wohl so aus, ne? Euer Zauberspruch Imp erschaffen wurde verbessert. Ja, Mann.
Envius Sactoria. Verstehe mal kein Wort. Das ist ja gratis. Ihr wollt euch noch irgendwas anlegen? Zack, zack, zack. Das Herz eures Dungeons wird angegriffen. Jetzt. Es gibt halt Training, ne? Auch nicht schlecht. Kann man auch gebrauchen, ne? Oh, da ist eine Angstfalle, ne? Eine Angstfalle. Können wir jetzt eigentlich mal langsam, was hier wieder irgendwie. Was sind das hier abholen? Ja, hier, die zwei, ja, genau. Zack, und mitnehmen. Das ist der Mittelmann. Scheiß verficktes Skelett-Army. Basteln hier einfach noch gar nichts. Skelett gar nicht mehr wie früher mit Schild und so weiter und den ganzen Käse halt, ne? Hey. Wie geschmeidig bleiben, ne? Ups. Hey, ihr dürft schon auch mitspielen. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Eine schwarze Elfe wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Schlafplatz jetzt gesucht, ne? Ich baue einen halt noch größer. Ich baue nur einen riesen Sammelsurium an Schlafplätzen, ne? Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Aha. Eure Geschöpfe zittern vor Furcht, wenn sie sich den Angstfallen nähern. Nur der Tod erlaubt es einem Geschöpf, seine Furcht endgültig zu überwinden. Ja, die Skelette. Ihr habt zusätzliche Imps bekommen. Eure Schatzkammer ist zu klein. Ja, da hat keiner mehr trainiert. Jetzt kann ich hier noch den Schlafplatz vergrößern. Eure Geschöpfe wurden geheilt. Okay. Oh,
Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Euer Zauberspruch Donnerschlag wurde verbessert. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Es ist Zahltag. Das ist hier noch nicht erobern, ne? Wenn wir hier mal weiterkommen, ne? Und handfesten Waffen besiegt und euch damit als weise und tapfer erwiesen. Geht und genießt euren Sieg. Sehr, sehr gut, geil! Ja, Mann. Wieder eine auf die Fresse. Ich meine, ich finde eigentlich ganz gut, dass der einfach in der Mitte noch weiterkämpft.
Ja, sehr schön. Wieder ein Level erledigt. Mit dem Kerker könnt ihr sterbende Gegner gefangen nehmen. Eine Folterkammer liefert euch Geständnisse und Konvertiten. Neugierige Feinde könnt ihr mit einer Angstfalle verscheuchen. Schließt die Lücken in eurer Verteidigung mit Barrikaden. Ja gut, das Problem kennt man von früher, das ist früher auch schon mal, es gibt jetzt einen Windows 10. Wer hatte die Bohnen heute Mittag? Der Teufel. Armer Graf Konstantin, ein würdiger Gegner, aber letzten Endes zu schwach. Wie ich sehe, habt ihr außerdem einen Teil des Horny-Talismans gefunden. Wenn ihr alle vier Bruchstücke dieses mächtigen Artefaktes findet, könnt ihr Hornys Dienste in Anspruch nehmen. Auch so könnt ihr ihn schon für kurze Zeit herbeirufen. Ein erfreulicher Sieg, Keeper, und ein fair erbeuteter Portaljuwel. Okay, danke. So, Level 5. Es scheint, wir sind nicht die Einzigen, die sich für diese Ländereien interessieren. Euer schlimmster Gegner ist ein Keeper namens Nemesis. Er hat viele kleinere Keeper in seinen Dienst gezwungen. Ihr müsst all die...